Hallo und herzlich willkommen zum nächsten COH2 Debriefing auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem eigenen Replay. Ich habe es auch mal geschafft, mit dem neuen Patch zu spielen. Und ja, ist ja auch nur ein paar Wochen her und war auch ein ganz gutes Spiel dabei, ein ganz interessantes Spiel vor allen Dingen. Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Das Spiel hatte so eine kleine Vorgeschichte und zwar habe ich davor ein 3-Minuten-Match gegen den Kollegen hier gespielt, wo er mich absolut dominiert hat. Also da hatte ich eigentlich null Schnitte. Und aus irgendeinem Grund ist er dann nach 3, 4 Minuten rausgegangen, wobei ich keine Ahnung habe, wieso er das gemacht hat. Ja, auf jeden Fall direkt wieder nächste Spielsuchen geklickt und den Kollegen gleich wiederbekommen. So, vom Setup her hier, ja, darum sage ich es auch, same Matchup. Er mit dem OK, mit der Wehrmacht unterwegs, mit dem Ostheer, spielt hier auch mit Osttruppen. Und auf meiner Seite US Forces unterwegs. Oh, Entschuldigung, gerade ein bisschen im Hals, weiß nicht wieso. Mit dem US Forces und eigentlich ein ganz normales Matchup. Ne? Also was ist im ersten Spiel passiert, womit ich echt Probleme hatte, war das Thema, er hat Osttruppen gespielt, hat ein MG gebracht und hat sich direkt, das war gespiegelt und hat sich direkt hier in dem oder in dem Gebäude in einem von beiden festgesetzt und ich bin damit einfach nicht zurechtgekommen. So, was mich dazu verleitet hat, ich habe mich auch sehr, sehr verteilt. Das habe ich in diesem Fall dann nämlich auch gelassen und habe mich sehr, sehr stark hier auf die Punkte konzentriert. Also mit dieser Osttruppentaktik, da tue ich mir echt schwer. Da kommt einfach so viel Infanterie plötzlich auf einem zu. Das ist echt übel. Dementsprechend war jetzt meine Idee, es ein bisschen anders zu machen in der Runde. Er benutzt sehr, sehr viele Häuser. Ja, darauf wollte ich dann eben reagieren. An sich vom Matchup. Ich cap jetzt hier sehr, sehr zentral, das heißt, ich versuche meine Truppen ziemlich eng beisammen zu lassen. Warte eigentlich nur darauf, dass irgendwo das MG kommt. Hier schießt er mir wieder ein Mann raus. Nimmt selber kaum Schaden, also die Osttruppen, die sind gar nicht mal so schlecht, wenn die mal in stationärer Deckung stehen. An sich sind sie jetzt nicht wirklich die besten, aber in Deckung machen die einen ganz guten Job. Na, außerdem sind sie halt einfach günstig, die kosten mal ganz kurz 200, da kann man halt einen Haufen von den Jungs bringen und die rennen hier über die ganze Map, überall sind irgendwelche Osttruppen am Cappen. Gut, da ist der Pionier, da ist ein Osttrupp am Cappen, da oben rennt einer rum, na, und hier hat er sich jetzt die Mitte gesichert. Was jetzt mein Ziel ist, ist diesen Punkt nicht zu verlieren und zeitgleich hier ein bisschen Druck zu machen. Gut, hier ziehe ich mich direkt wieder zurück, habe ich keine Schnitte. Hier gehe ich Richtung meinen Fuelpunkt. So, jetzt macht er nämlich wieder genau dasselbe. Geht hier oben drauf. So, dann kommt mein dritter Rifleman rein. Das war jetzt auch meine Idee. Mal ganz kurz anhalten von der Doktrin her. Habt immer noch die drei Standarddoktrinen. Für mehr reicht es einfach nicht. War jetzt meine Idee, die Doktrin hier zu wählen, einfach weil ich die Kollegen habe, die Assault Engineers, die ich im Zweifel mit einem Flamethrower ausstatten kann. Ich habe leider nicht die normale Inf-Doktrin, die das auch kann. Ich muss mir halt damit ein bisschen behelfen. Für mich immer noch der Vorteil, ich habe hier ein bisschen was am Panzer, ohne tacken zu müssen. Das war so mein Grundgedanke dahinter, diese Doktrin zu nehmen. So, jetzt ist es passiert, er hat mir hier den Punkt gecapped. Breitet sich hier stark auf der Karte aus. Hat sein MG hier im Gebäude drin, allerdings falsch ausgerichtet, was momentan noch ganz praktisch ist. Ja, die Kollegen hier, das fand ich eine super Aktion, die habe ich direkt live gesehen. Zack. Geschlossener Feuerüberfall, mal direkt einen weggesnackt. MG ist jetzt halt hier gedreht. Die Jungs kommen ran. Meine Reaktion darauf ist, ich tag erstmal Nades. So, dass ich die Möglichkeit habe, ihn hier aus den Gebäuden rauszuholen, weil ich ja wusste, dass er sehr, sehr viel auf Gebäude spielt. Gehe jetzt auch hier mit dem hier rüber, ne? Lass mit dem hier pinnen und ziehe den hier rüber, um eine Granate zu werfen. Mit dem gehe ich weiter cappen. Da kommt die Granate. Soll mich jetzt noch entdecken stellen und Effekt, naja. Sagen wir mal, es hat ein bisschen Effekt. Hat es halbe Leben gekostet, aber es hat halt keinen Mann, verloren. Die Kirche ist halt riesengroß. Ich habe es hier von der Seite reingeschmissen und man sieht es auch, wenn man jetzt mal guckt, wie sich die Menschen hier verteilen, die Kollegen. Da oben steht einer, da unten stand einer. Ja, die kriegen alle ein bisschen Schaden, aber keinen tut es wirklich weh. Ja, aber ich kann weiter hier Druck machen. Der wird demnächst auch umfallen und raus müssen. Hier versucht er meinen Fuelpunkt zu decappen. Ja, nehme hier halt echt viel Schaden und versuche hier noch den Mann hier mitzunehmen. Ja,
hier lasse ich. Ja. Der kommt natürlich raus. Hier verteilt er jetzt schön den Schaden. Ich versuche hier rüber zu gehen, das MG wegzunehmen. Focus Fire aufs MG. Focus Fire aufs MG, Jungs. Und da habe ich es auch. Ja, also gar nicht so schlecht. Hat mich einen Haufen Manpower gekostet. Aber wenn ich mal ganz kurz auf die Armeen gucke, ihnen hat es ein MG gekostet. Der hat jetzt eigentlich. Ja, das macht einfach zu wenig Schaden. Also so große Gebäudegranaten reinzuwerfen macht keinen Sinn. Renn jetzt halt mit allen zurück. Er hat immer noch 5 Ostheer-Truppen auf dem Feld. Ich habe jetzt 3 Rifle und ein MG. Aber halt alle halt tot. Ja, jetzt geht es erstmal ans Refreshen. Versuche hier mein Fuel wieder zu holen. In der Zeit kann er sich das hier wiederholen. So ein bisschen Frage, ob das jetzt ein gewonnener Kampf war oder ein verlorener Kampf. Auf jeden Fall habe ich ihm jetzt erstmal das MG genommen. Und ich habe noch ein bisschen was an Manpower, um damit auszukommen. Irgendwas weiter getaggt? Ne, noch habe ich nichts weiter getaggt. Das MG versuche ich jetzt auch zu nutzen, um mir den Punkt einfach wiederzuholen und wieder zu verteidigen. An sich, wenn ich mal ganz kurz auf die Karte gucke, sieht es echt übel aus. Ne? Also von der Map Control hat er mich komplett zurückgedrängt. Hat hier den Fuel habe ich zwar, aber der ist nicht decapped, sondern der ist gecuttet, hier bei dem Punkt. Auf der linken Seite habe ich überhaupt nichts. Also momentan sieht es für ihn vom Income her echt gut aus. Also 63 Munition zu 32 und 32 Fuel. Bei mir ist gerade mal 7 Fuel und 11 Munition. Ich habe hier sehr, sehr stark in diesen Kampf hier investiert und das MG einmal wegzukriegen. Also habe ich wirklich viel investiert und das merkt man jetzt auch schlicht und greifend an meiner Map-Präsenz und an der Map-Control. Wobei ich jetzt die Hoffnung habe, mir die wiederzuholen. Hier habe ich mich verklickt, das MG hätte eigentlich stehen bleiben sollen und schießen, aber nein, verklickt. Hier direkt dran gehen, na, dann haben die jetzt keine Schnitte mehr. Da hilft ihnen auch die Deckung nichts mehr, wenn ich direkt vor den Jungs stehe. Wenn hier relativ problemlos weggeschossen, dasselbe gilt für die hier. Und hier, ach, Flamer, das ist ganz clever von ihm. Ja, negiert mir hier die komplette Deckung. Also hier kann ich überhaupt nicht arbeiten durch den Flamer. Ja, hier den kriege ich nicht. Hier muss ich mal decappen. Ja, mache ich wieder. Jetzt kommt der Flamer auch noch raus, legt direkt das Feuer auf den Flamer. Aber bringt mir überhaupt nichts, kann ich direkt wieder nach Hause gehen. Also dieser Flamer hier, der ist auch von seiner Seite aus für mich eine recht gute Wahl. Einfach weil hier ist überall grüne Deckung, hier ist Deckung, gibt alles Schaden. Da hilft der Flamer sehr, sehr gut, mich zurückzudrängen. Ja, ich gehe wieder ein bisschen auf Capping-Tour, versuche mir ein bisschen was wiederzuholen. Auch mit den Jungs noch die Hoffnung, da was zu machen, aber da werde ich nichts reißen. So, ich arbeite hier immer noch mit meinen 3 Riflemen. Irgendwie komme ich nicht auf mehr. Hier hat er für mich einen kleinen Fehler gemacht, da hätte er auch reingehen können. Ich versuche hier weiter auf den hier zu feuern, also hier Focus Fire wirklich auf den hier, ob ich dann noch was krieg. Ja, hier im MG wollte ich cappen, war natürlich nichts. So, vom Tech her habe ich mich jetzt auch noch für nichts entschieden. Also ich warte, ah doch, jetzt kommt's. Und zwar der Captain. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Ja doch, ich weiß es. Primär wegen dem kleinen Geschütz. Mit dem Steward tue ich mir sau schwer, da bin ich aber zu blöd zum Maiko scheinbar. Aber mit dem Geschütz, das dachte ich, ist hier eine ganz gute Hilfe, einfach mal um auf Gebäude feuern zu können und so weiter. Sollte mir eigentlich ganz gute Dienste leisten. Hier kommt eine Granate. Sieht er nicht. Oder nicht richtig. Oder hat sich einfach nur doof bewegt, aber kommt trotzdem noch raus, was mich tierisch genervt hat. Ja, hier stehe ich ohne Deckung. Fehler von mir, Maiko-Fehler, müsste hier in der Deckung stehen oder hier in der Deckung stehen. Aber zeitgleich versuche ich auch mal ein bisschen Druck auf seine Seite zu machen. Gehe jetzt also hin und cap hier mal, sodass er den Fuel disconnected hat. Auf der anderen Seite disconnected er meinen Fuel, also holt sich direkt meinen Fuel, so. Ja. Der Kollege ist wieder auf dem Rückzug, MG steht aber noch. Und der erste Mann schießt und schießt wieder den Gunner weg, also das ist nervige Mechanik. So, dafür hier die Pius, erste Mann auf dem Feld. Ja, mal ganz kurz zur Bewaffnung der Pius. Also ich mag die Einheit. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wohl Spaß macht, ne? Aber die hat so diese M3, irgendwas Grease Gun heißt es, nennt sich das Ding so umgangssprachlich. wunderbare Waffe im Nahkampf, ne? Also läuft rein, haut um, metzelt, tötet, versucht er sich noch zurückzuziehen, aber no way, keine Chance. MG pinnt hier weiter, hat aber schon keine Männer mehr.
Da drüben werde ich jetzt auch nochmal überrannt. Da kommt er mit allem, was er hat. Granate kommt nochmal und dann gehe ich nach Hause. Nimmt einen Mann mit. Pff, Schaden minimal. Granate also total für den Arsch. So, und hier versuche ich ihn jetzt langsam rauszuschießen. Hol mir hier meinen Punkt wieder, komme mit meinen Einheiten zurück. So, so langsam wird die Map-Control ein klein bisschen besser. Richtig gut ist er noch nicht, aber es wird langsam. Ich glaube, die Jungs sind da eine echte Hilfe. Also eine sehr, sehr gute Einheit, finde ich. Und wenn die noch einen Flamethrower hat, wobei mir da grundsätzlich Munition gefehlt hat, einfach weil mir der Cutpoint hier fehlt, ja, dann sind sie noch besser, wenn ich die Munition dafür habe. So, jetzt habe ich erstmal den Punkt wieder und habe ihn jetzt mal, ne, das ist der Nachteil, nochmal ganz kurz, der Nachteil an der Doktrin, ne, es sind jetzt nur noch 4 übrig von ehemals 5 oder 6. Die sind günstig, die kämpfen aber halt, ja, es sind gerade am Anfang gute Map Control zu kriegen, danach lässt ihre Stärke einfach sukzessive nach, also so ein einzelner Rifle mit ein bisschen Wett haut die halt problemlos weg. Anders die Kameraden. Aus meiner Sicht ein guter Zug von ihm, jetzt auf die Panzergrenadiere zu setzen, weil es einfach die bessere Infanterieeinheit ist. Ne? Auch hier sind noch 2 Mann übrig, das sollte auch nicht unbedingt in meinem Gebiet cappen. Meist erstmal Bekanntschaft mit den Jungs. Jetzt kann ich wieder nach Hause gehen. G steht ein bisschen schlecht. Finde ich jetzt erst. Ich gehe direkt mit Fokusfeuer auf die Jungs und die habe ich vollkommen übersehen. Ja, weil ich selber eine Granate werfen wollte. Ärgerlich. Ja, das war so ein klassischer Maiko-Fail. Ne? Also wenn ihr seht, dass jemand eine Granate wirft, lauft einfach. Versucht nicht eine Countergranate zu werfen. Erst recht nicht, wenn es die Panzergrenadiere sind, die diese riesen Sprengladungen werfen. Werdet ihr nicht glücklich mit. Einfach zurückziehen. So, mit den Jungs versuche ich jetzt den Cutpoint zu nehmen und mich gleichzeitig ein bisschen in Deckung zu stellen. So, die gehen ein bisschen weiter auf Capture, das passt eigentlich auch ganz gut. Jetzt werden die halt von hinten befeuert. Aber mir geht es darum, den Kollegen hier zu kriegen. Wobei, vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt wollte ich mal ganz kurz was gucken. Refreshen kosten ja halt auch nur 16, ne? Das ist extrem günstig. Selbst die Jungs kosten 25. Austeertruppen sind einfach... sind halt auch saugünstig, das muss man schon sagen. Na, hier versuche ich mir noch zu holen. Und. Na klar, kriege ich nicht. Stattdessen verliere ich nur einen und kann nach Hause gehen. Toller Trick. So, aber VP habe ich, Munitionssektor habe ich, Cutpoint habe ich und meine Haubitze habe ich. Also so langsam normalisiert sich das Ganze wieder ein bisschen. Hier mal wieder so ein klassischer Micro-Fail, den Captain aus Versehen vorgezogen, bevor er refreshed war. Hier habe ich mir jetzt auf Long Range einen wegschießen lassen, auch total für den Arsch. Also da muss ich ein bisschen besser drauf aufpassen. Und was ich mir jetzt mal langsam, mal ganz kurz, was ich mir jetzt mal so langsam überlegen sollte, ist, ne, hier, der hier fehlt Viertel Health, obwohl er mit voller Mannstärke ist. Der hier, da fehlt auch ein ganzes Stück, obwohl er volle Mannstärke hat. Hier wird es nicht besser sein, wenn der aufgefrischt ist, sieht es auch nicht so an. Also Heilung wäre langsam mal eine ganz gute Idee. Ja, und wo ich mit mir als komplettes Spiel was schwer tue, ist die Kollegen aus den Gebäuden rauszuholen. Ne? Ich habe wieder 2 umgefallen. Ich direkt nach Hause gehen. So, aber genau dafür habe ich mir die Arti geholt. Damit haue ich da jetzt einfach mal ein bisschen auf die Gebäude drauf. Ja, also langsam sieht es mit der Map Control ein bisschen freundlicher aus. Dummerweise den wieder verloren, sodass ich keinen Mund kriege, aber auf der anderen Seite decappe ich hier den Punkt, sodass bei ihm der Fuel ausgeht. Also langsam wird's, es ist aber noch lange nicht gut. Ja, hier wurde ich gerade vertrieben, glaube ich. Ja. So. Ja, was er hier auch wieder gut macht, versucht wieder meinen Fuel abzukappen, so wie ich es bei ihm auf seiner Seite gemacht habe. Es funktioniert. Ja, hier aus der zweiten Reihe mit dem Panzerschrecks, mit dem Bazookas einfach mal draufhalten. Kann ich mich noch nicht mal decken stellen, aber ich wäre besser weiter hinten stehen geblieben. Ja, jetzt hier das Feuer wieder umlegen auf die Kollegen. Ah, hier setzt er die
Die setzt er gerade ein bisschen falsch ein. Ah doch, der holt gerade aus zum Granatenwerfen. Von Maiko her, Granate, gute Idee. Allerdings würde ich näher drauf zulaufen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so geht wie bei COH1. Da gab es ja dieses klassische Maiko, also man ist losgelaufen, hat in die Deckung geklickt und kurz, sobald der erste Mann in der Deckung war, hat man auf Granate werfen und werfen gedrückt und dann ist der Rest in die Deckung gelaufen, bis auf der die Granate geworfen hat. Für die Einheit, ne, von der Bewaffnung her, sind alles SDGs, vier Mann mit SDGs. Ja, auf Long Range machen die einfach keinen Schaden. Und ich habe diesmal hier meine Aufmerksamkeit, das heißt, ich gehe zurück. So, hat ihm also nichts gebracht. Ja, also hier direkt mit den Jungs an die Deckung laufen. Boah! Okay, das war jetzt echt Pech, ne? Also das ist wieder die typische COH2-Mechanik. Drei Mann bewegen sich auf einem halben Quadratmeter, es schlägt irgendwas Explodierendes ein und sie sind weggefegt, ne? Also das war ein Fuck. Der hätte nicht passieren dürfen, nicht weil es schlecht gespielt war, sondern da funktioniert die Spielmechanik einfach nicht gut. Nächster Fuck. Nochmal Focus Fire auf den Kollegen. Der bewegt sich jetzt auch, das heißt, der flamet nicht. Ja, ich muss hier ein bisschen aus der Range raus. Ich weiß nicht, ob ich mich hier hätte direkt zurückziehen müssen. Ich hätte auch laufen können, wobei der hier muss auf jeden Fall zurück. Zur Absicherung. So, jetzt kommt eins meiner schwierigsten Probleme. Ich kann das Spiel noch nicht so gut lesen, ne? Also von der Map-Control hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass der viel, 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 viel mehr Fuel hat. Viel, 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 viel mehr Fuel. So, mal gucken. Was hat er denn? Er hat durchgetaggt auf bis auf T3. Obwohl, eigentlich passt es ja vom Zeit her. Genau, ich habe jetzt mal sicherheitshalber eine Pack nachgezogen, weil ich mir dachte, irgendwann muss noch mal was kommen. Ne? Hab die Haubitzer und hab die Pack. Darum auch das T3 aus meiner Sicht ganz gut. Hier habe ich nichts, was mir großartig hilft. Ne? MG hatte ich schon. Habe ich mir dann selber geklaut. Beziehungsweise war der. Ich glaube, ich hatte es schon geklaut, als ich es entschieden habe. Das mit dem Ding kann ich überhaupt nicht umgehen und das Ding bringt mir meines Erachtens auch nichts. Darum meine Idee T3 oder T2 in dem Fall ist es ja. Hier habe ich alles, was ich brauche. Ne? Ich habe ein bisschen was gegen Infanterie und ich habe ein bisschen was gegen Fahrzeuge. Und das war jetzt das, womit ich gerechnet habe. Ne? Also irgendwann müssen Fahrzeuge kommen. So, das Geschütz zeigt langsam auch Wirkung, hat zwar noch 0 Kills, aber jagt die Leute aus dem Gebäude. Hilft mir also wunderbar. Hier wieder. Ich bin so schlecht. Also der Flamer ist jetzt gerade am Ausgeben, aber hat zwei Mann. Habe ich nicht darauf geachtet, dass er nicht refresht, währenddessen er den Flamer ausgibt. Muss jetzt auch so ein bisschen langsam auf VPs gucken. Nur 325 VPs gegen 400. Ja, da muss ich ein bisschen drauf achten. So, ansonsten wird refreshed. Und so langsam könnte ich mir echt mal den Kollegen... Sunnywagen gönnen. Genau, da ist er auch. So. Jetzt der Vorteil aus der Doktrin. Ich kann jetzt auch langsam Panzer nachziehen. So, hier drücke ich jetzt einfach nur durch. Ja, in dem Weichel vorne, um den Damage abzufangen. Und er kommt hinterher und macht dann den Damage. Ja, geht hier auch dankenswerterweise, geht er hier in die Deckung. Ja, da kommt schon der Panzer 4 zur Hilfe. Aber hilft ihm halt nichts, ne? Der kann nach Hause gehen, aber ja gut. Ich mit meinen Jungs auch. Ja, hier hinten wird wieder so ein bisschen Capping-Krieg das ganze Spiel über. Jeder hat versucht, dem anderen wegzunehmen, was nur irgendwie geht. Ja, da hole ich mir den Jungen. Müsste ich eigentlich auch nachsetzen, das war jetzt ein Reifenfehler. Ja, stattdessen haue ich mir selber mit der Arti rein. Super Junge, du bist gut, du bist gut. So. Weiter geht's im Spiel. Pack steht in Erwartung des Panzers von hier. Könnte eigentlich einen Tick weiter nach vorne und vor allen Dingen in die Richtung zeigen. Passt nicht. Und ich entscheide mich jetzt dazu, mir einen M10 zu gönnen. Ich würde sagen, das reicht vollkommen als Panzerabwehr für den Panzer 4, eine Pack und einen M10. Zumal ich ja hier noch Bazookas habe und bei dem Kollegen habe ich noch die Panzerabwehrgranaten. Das passt eigentlich ganz gut. Und weil er mir noch den Gefallen tut, sich saublöd hinstellt. Ja, im 10. haut den zweiten Schuss. Ja, wer jetzt die packt, ordentlich, wird so weiter vorne stehen.
zack, geholt und wieder direkt zurück. Sehr gut, erledigt. Ja, die AT macht jetzt auch seine, ihre Kills, oder? Ne, immer noch keine Kills, aber egal. Sie nervt wie Sau, das ist die Hauptsache. So, wenn man jetzt mal auf die Armeen guckt, jetzt so langsam gleicht sich wieder an. Ne? Er hat hier seine Billiginfanterie und ein MG. Ich habe noch zwei Rifles, den Captain und meine zwei Pios und das geklaute MG. Ansonsten noch die Geschütze. Ne? Langsam gewinne ich so ein bisschen die Überhand. Müsste sie jetzt auch nutzen. Ah ja, da mache ich es. Geh endlich mal wieder cappen. Mit dem werde ich auch irgendwo vorgehen, cappen. Genau, schiebe jetzt auch sein Gamer ein bisschen vor. Das hier ist ein Move. Den hätte ich viel früher machen sollen. Und zwar, dass nicht jedes Mal jemand in dieses Gebäude läuft. Ne? Also ihr habt auf der Map, wenn man ganz kurz guckt, gibt es eigentlich zwei Cutpoints. Und zwar gibt es einmal den Cutpoint, der euch aus meiner Position von der linken Seite wegcappt, trennt. Und dann gibt es den Cutpoint, der euch von der rechten Seite weghaut. Ihr habt jetzt gesagt, ihr benutzt dieses Gebäude, um eben den Punkt zu clearen. Das Gemeine an der Map ist eigentlich, dass man, wenn man dieses Gebäude hier nimmt, auf beide Seiten wirken kann. Also hier, hier oder hier in MG rein, kann man auf beide Cutpoints wirken. Dasselbe haben wir hier oben. Also hier ist der Cutpoint hier und der Cutpoint hier. Es gibt die Möglichkeit, man nimmt dieses Gebäude, das wirkt so ein bisschen auf den Cutpoint. Da hat er mich, glaube ich, festgesetzt. Oder man nimmt dieses Gebäude, das wirkt auch ebenfalls auf die beiden Cutpoints. Ne? Also das ist echt ein nerviges Spiel. Hat er versucht zu treiben, indem er dieses Gebäude genommen hat, um mich ständig wegzuhalten. Hat halt nicht dauerhaft funktioniert. Also irgendwann ist halt die Qualität der Osttruppen am Ende. Ja, auch hier zum Beispiel. Ne? Hier kann man relativ lange mit zwei Mann die Position halten, bevor man zurück muss. Das liegt dann halt an der mangelnden Qualität der Osttruppen. Ja, kämpfe hier immer noch. Das gegen zwei volle Truppen. Habe ich versucht nochmal reinzukommen, war aber zu spät. Und sollte mich jetzt auch irgendwann verdrücken. So, hier wieder in Gebäuden. Also das ist die einzige Möglichkeit, die Osttruppen effektiv einzusetzen, wenn sie in Gebäuden sitzen. Macht er von dem her eigentlich nicht schlecht. Oh. Der erste Kill. Ja. Yeah. Weil jetzt mehr Zufall den Infanteristen da getroffen. Ja, hier ist Panzerwrack, kommt mir gegen. Ja, den könnte ich mal reparieren, da habe ich wieder gepennt. Flinking Speed, ich habe mir noch nie die besonderen Fähigkeiten angeguckt. Ah, jetzt wird repariert, sehr gut. Ja, jetzt habe ich es wieder zugelassen, dass er da ins Gebäude reinkommt. Eigentlich da. Ah, saublöd. Dürfte mir normal nicht passieren. Naja, auf jeden Fall gehe ich hier wieder cappen. Hier kommt Art hier runter. Boah. Zwei Dinge. Railway Arty 200 Munition auf eine eigentlich bewegliche Einheit, weil die dauert ewig, bis sie runterkommt. Halte ich für nicht sinnvoll. Außer man spielt gegen mich. Na, jetzt habe ich auch mal den Rauch bemerkt. Fangen an zu laufen. Und weg. Ja. So, jetzt geht er endlich mal seinem Job nach. Ich flank hier ein bisschen rum. Ja, hier reißt es natürlich alles ab, die Arti. Aber das war echt kacke. Normalerweise setzt man sie da nicht hin. Normalerweise lässt man sich da auch nicht treffen. So. So, MG. Hat sich ein MG gegönnt, nachgezogen. Auch hier wieder der Gunner weggeschossen. Um hier den Punkt zu bewachen. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich stehe jetzt ein bisschen weiter vorne, was totaler Schwachsinn ist. Ich hätte lieber hier im Cap-Kreis gestanden und hätte mir die Siegmarke geholt, aber gut. Ah, naja, ich bin halt ein Anfänger. Kann man nichts ändern. So, auf jeden Fall sieht jetzt die Map-Control ein bisschen freundlicher aus. Also ich kann hier den Bereich halten, was schon mal sehr, sehr wichtig ist, auch wenn er jetzt gerade wieder versucht, ihn wegzucappen. Und kann den hier immer wieder contesten. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Holen wir jetzt auch den vorderen Punkt, um ihn vom Munitionseinkommen noch wegzucappen. Und leg hier eine Mine. Ja, hier nochmal 200 Munition auf den Kopf gekloppt. Ja, das meine ich, ne? Also normalerweise ist es voll für den Arsch. Außer ihr spielt gegen mich. Scheiß Leben, ey. Da habe ich gekotzt. Die Mine, weiß ich gar nicht, ob die nochmal irgendwas gebracht hat, aber ich habe sie mal gelegt.
Und so langsam kommt auch meine Infanterie wieder nach vorne, mal wieder nicht refreshed, wie sich das gehört. Haben wir jetzt mal noch einen zweiten M10 gegönnt. So, Flamer gegen Flamer. Geht drauf. Ah ja, hier wollte ich glaube ich nur das MG holen. So, MG hier schön geflankt. Damit ist der Punkt mir, also hier schön, also hier hingelegt. Pinnen lassen und dann außen rum gelaufen. Ziehe jetzt auch mein Rifle nach, also langsam merke ich, dass mir die Infanterie einfach ausgeht. So, die AD macht jetzt weiter ein bisschen Kills, schon 3 Kills, so langsam wird's. So, ja, hier oben geht's wieder weiter, holen wir den Punkt. Die Pack steht eigentlich recht gut, finde ich. Ah, der ist in die Mine reingefahren, okay. Schade, ich hätte lieber eine Einheit gehabt, die da reinläuft, aber gut, man nimmt, was man kriegt. Der scheint wohl gleich wieder cappen zu gehen. MG steht eigentlich auch nicht schlecht, aber es könnte mir hier jemand cappen gehen. Level 2 geht nach Hause. Das ist ja unglaublich. Da muss ich gleich mal gucken. Ne? Also es war jetzt wieder mit der Bazooka den letzten Mann weggeschossen und eine Einheit gefuckt. War wenigstens nur eine, aber ich glaube vorher war das auch die Einheit, die 3 Panzergrenadiere weggemacht hat. Also, ja, ist halt eine Panzerabwehrwaffe, die sollte besser gegen Panzer sein und nicht so gut gegen Infanterie meines Erachtens. Ja, hier geht jetzt schön rein cappen. Cappt hier. Passt schon mal ganz gut. So, wie viel hast du jetzt? Schon 10 Kills gemacht, ne? Also, ja, und das mit primär Nicht-Infanterie-Waffen. Das ist irgendwie nicht so toll. So, weiter geht's im Text, ne? Hier wird schon gegrillt, Infanterie kämpft mit. Und der Panzer versucht sich hier im Rückwärtsgang mit einzumischen. Das war jetzt keine gute Idee, aus dem Gebäude rauszuflamen. Ja, das war... Also, wenn ein Flamer in der Nähe ist, geht nicht ein Gebäude. Also, ihr habt eben gesehen, der war eigentlich relativ gut beisammen noch, der Kollege. Wurde aber direkt gefuckt. Lasst den Scheiß. Hilft nichts. So, geht's wieder ein bisschen weiter vor. Cappen. Das ist halt ein ständiges Hin und Her gecappen, ne? Das merkt man schon. Hier laufe ich jetzt gleich dumm ins MG rein. Hier macht er jetzt aus meiner Sicht einen Fehler. Versucht hier zu überfahren. Na, ich hier mit meinen 2 M10s nutze es natürlich direkt aus. Und hol mir den Kollegen. Ja, noch ein Schuss weg. Ah ne, war schon. Okay, war schon fertig. Boah, hier muss ich dringend zurück. Hab ich auch mal noch gemerkt. Ich wunde. Ja, Sunnywagen war jetzt mal eine wichtige Sache und bin auch hier am Reppen. Und okay, von meiner Seite, meine Seite aus. Brauche jetzt auch nichts mehr an. Ja, ganz kurz, vom Tech her kommt jetzt auch nichts mehr, weil ich einfach nichts mehr brauche, ne? Also zumindest aktuell brauche ich nichts. Vielleicht hole ich mir nochmal, werde die überlegen, nochmal den Captain zu holen, um hier weiter vorne einen Rückzugspunkt zu setzen. Irgendwo hier vielleicht. Aber im Großen und Ganzen ist voll für den Arsch. Jo, Panzer gehen zurück. Werden wieder repariert. Na, komm schon. Skill. Ah, vergiss es. Skill ist nicht zu Hause. Ah, Arti tut hier in Dienst. Ja, da geht wieder ein Geschütz hin. Scheint nicht so, als hätte ich was verloren. Vielleicht habe ich es diesmal auch gemerkt einfach. Kann ja auch mal vorkommen, dass ich mal was merke. Naja, jetzt überrenne ich ihn hier mit Infanterie. Hol mir hier sein MG wieder gefuckt. War also nicht besonders hilfreich. So, kriege ich jetzt hier auch mal meins? Ja, nee. Ah, ich habe auch mal irgendwo Art hier reingehauen. Ah, das könnte das hier gewesen sein. MG vertreiben oder so. War vielleicht ich. So, den Kollegen. Ja, jetzt von der Armee her. Wieder mein übliches Problem. Er hat eigentlich nichts mehr. Er hat echt nichts mehr. Hier noch ein Panzergrenadier, halb tot. Eine Pack. 2 Osttruppen. Und ich merke es nicht, dass er nicht mehr hat. Deutsch. Dass er nichts mehr hat. Hier hätte ich mich deutlich weiter nach vorne schieben müssen, ne? Also das Geschütz weiter nach vorne, die Pack nach vorne, den Kollegen vor. Das MG, das ich hier habe, weiter nach vorne. Also hier hätte ich deutlich mehr machen können.
Stattdessen versuche ich jetzt hier links mal ein bisschen zu erobern. Ist vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, aber wie gesagt, da hätte ich mich deutlich weiter die Frontlinie auf seine Seite verlagern. Ne? Die Frontlinie liegt jetzt eigentlich die ganze Zeit hier bei mir. Oder lag sehr, sehr lange jetzt hier bei mir. Ich habe es jetzt auf die Mitte verschieben können. Aber von der Kampfkraft hätte ich es auch deutlich weiter nach vorne schieben können. Da habe ich ein bisschen gefailt, meines Erachtens. So. Er setzt immer noch sehr, sehr stark auf Infanterie. Hat eigentlich nichts außer Infanterie. Und den einen Panzer. Ja, hier passt er nicht auf. Eine Granate reingeworfen. Versuche ich noch zu finishen, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr. Ja, hier vertreibt er mich jetzt erstmal vom Fuel. Ja, der kam noch raus. Gut, der macht sich dann das Wett bemerkbar. Was bei W3 kommt, gut, die Details kenne ich nicht. Kämpfen besser. Okay, wird genauer und überlebt besser. Wird genauer. Field for Ace. First Aid wird freigeschaltet. Also sind immer so ein paar Kleinigkeiten. So, hier weiß ich nicht, was er mit dem Jungen wollte. Bundle Nate werfen. Ja, wir machen im Prinzip nichts anderes. Zurück, Bundle Nate ausgewichen und direkt wieder nach vorne gelaufen. Also hier schön macht Capt hier direkt. Aber mit dem Panzer vorzugehen war einfach keine gute Idee. So, zu den Panzern. Also für ihn ist es jetzt echt schwer, Panzer einzusetzen. Einfach weil die beiden Kollegen sind schnell überall auf der Karte und können alles, was er hat, direkt wegsnacken. Also so einen einzelnen Panzer hauen die einfach weg. Jetzt für ihn die Frage, entweder auf mehr Panzer zu sparen oder mal ein bisschen besser mit seiner Pack zu arbeiten. Die steht hier viel zu weit hinten. Die kann den Panzer nicht schützen. Oder eben einfach mal drauf zu warten, bis er zwei Panzer zusammen hat. Zusammen, also zwei Panzer und die Pack, das wäre dann was. Aber so wirft er jeweils einfach nur einzelnen Panzer weg, was überhaupt nichts bringt. War aus meiner Sicht so ein kleiner Fehler von seiner Seite. Ja, den versuche ich mir zu holen. Ich hätte gerne die Panzerschreck, die er dabei hat. Lass es jetzt aber doch sein. Auch hier, jetzt fand ich es saulustig. Ne? Hier laufen zwei Mann rum und hier hinten rennt ein einzelner Mann rum. Zu dritt hätten sie den da oben vielleicht bekommen. So natürlich nichts, ne? Und der läuft immer noch da rum. Ich weiß gar nicht, wo der hin will. Na gut, das Problem ist gelöst. Er ist tot. So, hier geht's weiter auf Capping Tour. Das MG bewacht den Cutpoint. Das ist eigentlich auch Verschwendung an der Stelle. Hab hier jemanden drin sitzen. Hab hier jemanden drin sitzen. Sprintfähigkeit. Wild Out of Can Do Faster. Okay, außerhalb des Gefechts. Du hast eben einen Infanteristen gekillt, wahrscheinlich ne, drei Infanteristen gekillt. Die Killerpack. So, den hier hätte ich rausziehen müssen, einfach weil er außerhalb der Flamer Range ist. Ja, die AT macht langsam so ihren Dienst. Mittlerweile 10 Kills, so langsam wird's. Ja, und er setzt hier weiter auf Infanterie. Ist von der Idee her gar nicht so schlecht, einfach weil ich nur die, also er hat nur die beiden Panzer bisher gesehen und die haben halt keine Schnitte gegen Infanterie. Von dem her ist mehr Infanterie gar nicht die falscheste Antwort in dem Fall. Also kann ich durchaus nachvollziehen, dass er so arbeitet. Hier hole ich mir mal den Fuel. Den Fuel. Boah, ist ein Munitionspunkt. Ja, aber eigentlich müsste ich hier mal ein bisschen mehr arbeiten, wie Fashion. Jetzt hat er auch seinen Fuel-Punkt wieder, was ihm nichts bringt, einfach weil ich hier ständig gecapped habe. Wo sind denn meine ganzen Infanteristen? Da ist einer. Da steht einer rum. Da oben ist einer. Okay, die zwei chillen in den Gebäuden rum. Okay, ja gut. Habe ich natürlich nicht viel Schnitte. So, hier. Mal gucken, ob er es diesmal besser einsetzt. Ja, er geht schön auf Close Range. Macht es jetzt genau richtig. Dafür sind die SDGs da. Da machen sie einen guten Job. Kann ich direkt nach Hause gehen. Also wenn er so mit den Jungs auf mich zuläuft, habe ich keine Chance. Zumal die auch noch keine Panzerschrecks haben. Und dementsprechend haben sie noch ihre volle Anti-Impf-Fähigkeit. So, ich habe dann mittlerweile aber nachgezogen. Ich habe mir den Kollegen hier zugelegt. Einen kleinen Bulldozer. Einfach als Reaktion auf seine Infanterie. War das, glaube ich, aus meiner Sicht die optimale Variante. Weil mit dem Geschütz macht er schon richtig üblen Schaden. Ja, hier versuche ich ein bisschen das MG zu trollen.
Also da habe ich ausnahmsweise mal wirklich gemikert, ne? Also ich bin von rechts nach links gelaufen, wieder zurück. Ich hätte vielleicht immer nur so ein bisschen über die Linie laufen sollen, ne? Aber jetzt geht auch raus, ne? Also habe ich echt gemikert. Die Kollegen werden hier direkt gepinnt. Und da macht er auch schon seinen ersten Kill. Also war jetzt für mich die optimale Waffe gerade. Für das, was der Gegner an Setup hat, ist es optimal. So, hier hole ich mir das wieder. Habe ich auch kein Problem mit dem Wett 3 gegen den Wett 3. Na, hier, schöner Treffer. Wieder drei Mann niedergemacht. Fast tot sogar der komplette Trupp, also optimal. Hier ist gerade irgendwas passiert, was ich nicht nachvollziehen kann. Weiß ich gar nicht, was das Problem war. So, die haben ja keine Granaten oder irgendwas, ne? Also irgendwie habe ich den Kampf eben dumm verloren. Kann ich eigentlich nur was falsch gemacht haben. Oh, wo mein Pack fährt hier spazieren. Dann versuche ich mal ein bisschen die Crush-Fähigkeit zu testen. Weil ich Angst hatte, dass er... Ah ja, genau. Weil ich Angst hatte, dass er sich die Pack hier holt. Ja, geht auch nach Hause. So, hier oben ist der Punkt. Wenn die Jungs Panzerschrecks haben, haben sie ein Problem. Die sind nicht mehr besonders gut gegen Infanterie. Jetzt ist noch ein STG da. Kann ich eigentlich in Ruhe kämpfen. Aber ich sollte keine Granaten fangen. Alter, was ein Kacknub, ey. Oh, Panzerschreck. Kostenlose Panzerschreck. Nein, kostenlose Panzerschreck. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das im Spiel gemerkt habe oder ob ich mich noch so drüber geärgert habe, dass ich mal wieder eine dumme Einheit verloren habe. Die hätte ich mir holen können. So, ne, hier... Das ist halt das Problem, die Kämpfe, wenn die einmal die Panzerschrecks ausgegeben haben, sind jetzt halt nicht mehr so gefährlich gegen Infanterie. Da kann man auch mal eine Weile aushalten. Wohingegen, wenn die ohne Panzerschreck unterwegs gewesen wären, wären die halt durchgelaufen. Ja, die hier oben habe ich, glaube ich, nie gesehen. Aber die kann ich mir erholen. Sehr schön. Ne? Hier müsste ich mal den Punkt cappen. Mit den zwei Affen sollte ich eigentlich auch mal aus dem Gebäude raus. Ah, da hat er sich wieder geholt. So, von der Aufstellung her sieht es ganz gut aus. Ne? Hab ihn hier gecuttet, das heißt, Fuel bekommt er keinen mehr nach. Ich zwinge ihn jetzt quasi auf Inf. Hab zwei Siegmarken, hol mir gleich die dritte Siegmarke. Also er kann immer so tröpfchenweise mal einen Panzer bringen. Nicht gerade unproblematisch. Schieb jetzt auch das NW ein bisschen weiter nach vorne. Handgranate. Tut ihm den Gefallen, dass er da reinläuft. Wobei, hey, der Schaden ist ja echt minimal, das ist ja lächerlichst. Da kommt jemand, der ein bisschen besseren Schaden hat, aber Handgranate. Boah, das war schon wieder sauknapp, ne? Also hier hätte ich es auch verdient gehabt. Na, das ist das einzige Problem von dem Kollegen, bewegliche Ziele trifft er nicht. Und hier, wieder der einzelne Panzer 4, ich weiß nicht, ob der ihm hilft. Oh, cool, da klemmt ein Osttruppler drin. Also habe ich wohl einen doch überfahren, ne? Mal gucken, ob der mitgeschleift wird. Das finde ich ja lustig. Na, hier gehen wir direkt wieder auf den Punkt. Ah, hier habe ich auch gepennt. Ja, also hier sowas darf nicht passieren, ne? Dieses Gebäude mag ja gut für ein MG sein, ne? Aber hier schießt jetzt ein Mann raus gegen sechs Mann. Ja, zum einen nehme ich hier unnötig viel Schaden. Zum anderen wäre es viel cleverer gewesen. Ah, jetzt komme ich auch raus. Wenn ich hier rausgehe und mich in den Cap-Kreis stelle. Ja, jetzt kann er nämlich nach Hause gehen. Das ist jetzt ein Kampf, den er selbst in Deckung nicht mehr gewinnt. Und wenn ich mir jetzt noch in die Deckung stelle, dann ist ganz vorbei. Das MG hier oben pinnt mich. Das war vielleicht nicht so clever. Nein, die Granate habe ich, glaube ich, daneben geworfen. Die habe ich gar nicht ins Haus geworfen. Also bei dem Haus wäre die Granate echt sinnvoll gewesen. Aber ich habe ja noch einen Kollegen Flamer. Kommen die nächsten Panzergrenadiere, also da setzt er jetzt sehr, sehr massiv auf Infanterie. Einfach, weil ihm nichts anderes übrig bleibt, ne? Also mit 16 Income, wobei ich habe auch nur 23 Income, aber ich brauche es auch nicht. Ich habe zwei Panzer, drei Panzer auf dem Feld. Ich kann damit leben, eher nicht.
könnte aber auch mal drüber nachdenken. Beim Income hat es nicht getan, ne? Vielleicht mal einen Munitions-Outpost irgendwo hinzusetzen. Also er hat den Punkt und den Punkt, wo er. Denn der Territorial Point, warum sieht denn der so komisch aus? Ich glaube, es ist durch die Explosion, ne? Also er hätte die Möglichkeit, hier oder hier einen Outpost hinzusetzen, wäre vielleicht mal eine Idee gewesen. Jetzt kommt wieder der einzelne Panzer nach vorne. Zum Ausgleich kommen meine Panzer nach vorne. Die Jungs kommen wieder mit der Anti-Tank Rifle Grenade. Ja, die wieder über die komplette Karte fliegt. Und jetzt kann ich ihn wiederholen. Ne? Hier ist kein Rückhalt. Die Pack steht irgendwo rum. Die steht da oben rum. Keine Chance. Ne? Out of control. Hat sich schon wieder erledigt. Einen dummen Fuck wieder bekommen. Einfach weil ich ein Idiot bin. Und den werde ich auch noch verlieren, weil ich es verdient habe. Ja gut, Infanterie gewastet, total überflüssig. Ne, auch hier könnte ich mal was tun gegen. Statt mir nur den Mann hier wegschießen zu lassen. Ja, mit seinen Panzern hat er einfach keine Schnitte, ne? Also die Panzer schmeißt er einfach weg. Es ist halt jedes Mal ein Haufen Manpower, der flöten geht. Na, jetzt habe ich so lange gewartet, bis der Junge in der Kirche sitzt mit seiner Schreck. Hätte ich auch einfach haben können. Hier wieder ein Treffer. Ich glaube, 11 Kills. Also das Ding macht einen echt guten Job, der Bulldozer. Jetzt mich aber langsam auch mit dem Ding. Ja, fuck, verteilt. Ja, sieht doch ganz gut aus. Also hätte ich mir noch den Fuck hier, also die zwei Fucks hier eben gespart, wäre es echt gut gewesen. Mit dem soll ich mich auch zurückziehen. Zurückziehen, neu gruppieren, wieder nach vorne. Wäre die optimale Sache. So, hier nächstes. Ja, wieder ein Wetttrupp verloren, ne? Und zwar, glaube ich, auch der mit der Panzerschreck, ne? Ja, war natürlich der. Hier kommt ein frischer Trupp. Ah, kacke. Einfach schlecht, ne? Ja, hier riskiert er wieder einen Fuck. Ja, den Kollegen soll ich auch mal heimholen, dass er sich reparieren kann. Ja, beziehungsweise wieder refreshen kann. So, und jetzt merke ich gerade was, was passiert, wenn einem die Infanterie ausgeht, beziehungsweise... Wo ging das hin? Beziehungsweise, wenn man zu wenig, wenn man sich zu viele Fuchs verteilen lässt, ne? Haben wir jetzt so einen zweiten Panzer gegönnt. Ah, da hinten geht die Arti hin. Ach so, meine Arti. Keine Ahnung, was ich damit wollte. Wahrscheinlich habe ich sie hier hingesetzt und mich verklickt oder so. SMG geht aus dem Gebäude, einfach weil das Ding bald Schrott ist. So, ne, hier habe ich jetzt einfach mal meine MG abgeparkt. Und baue jetzt halt kräftig Rifles nach. Interessanterweise kann ich es mir erlauben. Ausnahmsweise mal nicht dieses klassische Manpower-Problem. Ja, ich hab wohl hier hingezielt. Und nach 5 Minuten ist dann irgendwann auch hier meine Granate eingeschlagen. Wunderbar, wunderbar. Stolz auf euch. So, jetzt. Jetzt kommt so ein bisschen das Problem. PopCap ist jetzt eher mein Problem. Ja, ich bräuchte eigentlich echt mehr Infanterie und jetzt habe ich hier 4 Panzer rumstehen, wovon vielleicht einer zu viel ist, aber naja, geht schlimmer. Ja, hier schön cappen. Habe ich mal mit dieser... Habe ich noch nie ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit der White Phosphor Barrage reingeschossen. Ja, tut weh. Also tut gegen Infanterie weh, aber muss jetzt nicht sein. So, hier kommt der nächste Tröpfchen Panzer 4. Wieder Futter für meine Wolverines. Ich fokussiere mich jetzt auch fast nur noch auf Siegmarken. Ne? Also versuche irgendwie Siegmarken zu halten. Keine Ahnung, was er hier will. War vielleicht nicht seine beste Idee. Fuck. Ja, auf jeden Fall kämpfen wir jetzt hier so ein bisschen mit der Infanterie. Ich werde jetzt gleich über 100 kriegen. So, kommt der Panzer 4. Hier versucht er sich die Siegmarke wieder zu holen. Ja, müsste ich eigentlich ein bisschen weiter vorgehen. Schießt mit der Arti. War ein sehr, sehr guter Treffer mit der Arti ausnahmsweise. Also mit der kleinen Haubitze. Muss er einfach zurück. Hier stelle ich mich rein. Granate kommt. Granate kommt nicht.
Ne, setzt jetzt hier die SDGs gut ein, geht's absolut auf Close Range. Und zerlegt mich dann auch relativ problemlos. Und ich vergesse wieder den Abzug und hab mal wieder einen Fuck verdient. Und das war mein letzter Bad Rifle. Sehr toll. So, auf der anderen Seite gehe ich jetzt hier sehr, sehr weit zurück. Sehr, sehr weit mit nach hinten. Ne, drehe jetzt hier auch ab. Oder doch nicht. Ah doch, da wollte ich glaube ich abdrehen. Dann habe ich einen Rückwärtsgang eingelegt und dann ist er wieder zurückgefahren. Weiß jetzt nicht, warum er hier wieder mit dem Panzer nachfährt. Ne, er weiß, dass er eigentlich überhaupt keine Chance hat gegen... Allein schon gegen die zwei hat er keine Chance. Und wenn sich dann die Pack noch einmischt, ist ganz vorbei, ne? Ja, dann werde ich jetzt gleich wieder Infanterie verlieren. Aber von der Idee, ich habe 3 Siegmarken. Das heißt, der Druck ist da. Aber jetzt hätte ich Zufall die Pack getroffen. Ich glaube nicht, dass ich da hinschießen wollte. Oder ich habe sie gesehen und das Ding hat automatisch gefeuert. Ja, ich habe sie wohl gesehen. Die Richtung stimmt. Na, jetzt ist halt mein einziger Gedanke, halt die dämlichen Siegmarken. Na, darum kommt auch mein Panzer vor. Versuch's mit den beiden in den Kreis und pack's gerade noch so. Auch wenn ich es jetzt... haut sie mir natürlich weg. Ja, schöner Fuck. Hier geht echt die Info aus, ne? Aber ich habe halt Manpower ohne Ende. Das heißt, ich kann einfach mal 3 Einheiten nachbauen. Oder 2 Einheiten sind nachgebaut davon. Das ist einfach unfassbar. Also da ging es mir deutlich besser als ihm. Er setzt jetzt nur noch auf Panzergrenadiere, hat gar keine Osttruppen mehr. Jetzt mach halt weiter einfach Druck. Ja, jetzt auch 4 zu cappen, wie hier hin zum cappen. Das hier oben habe ich noch. Im Prinzip hat er einfach zu wenig Einheiten momentan auf dem Feld, um Gegend cappen zu können. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht eine bessere Idee gewesen wäre, mit den Osttruppen zu kämpfen, als mit den Kollegen. Ja, einfach, dass er ein bisschen mehr Capping Power auf dem Feld hat. Wobei die natürlich auch an einem MG nicht vorbeikommen, die Osttruppen. Die Jungs mit ihrer Granate schon eher. Ja, bleibt jetzt auch drinstehen, ist mir egal, ob ich die Granate fress. Hier drüben hole ich mir wieder seinen Panzer, seinen einzelnen. Auf die Jungs holen sich die. Nicht mal was passiert, das ist ja eigentlich auch lächerlich. Riesen Sprengladen drauf geworfen, passiert nichts. Langsam entwickelt sich das zum Grab. Und die Pack regelt. Geil. Ja, im Großen und Ganzen, ne, noch 18 Tickets. Hier vergisst er auch zu cappen. Jetzt geht er erst in den Cap-Kreis. Ja, die können nicht weiter cappen. Der Panzer dürfte auch sich mal die Mühe machen zu feuern. Ja, hier drückt er mich jetzt ein bisschen zurück, aber ich habe immer noch die linke und die rechte Siegmarke. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, habe ich das Spiel gar nicht gecheckt, dass er mir hier den Panzer weggehauen hat. Aber es ist auch egal, weil Siegmarken sind vorbei. Hat sich erledigt. Also ich persönlich fand es ein super interessantes Spiel, vor allen Dingen, weil ich mich am Anfang... also gegen jemanden wie mich eine echt starke Taktik, sich hier mit MG und Osttruppen festzusetzen. Ne? Also da kommt einfach ein Haufen Infanterie drauf zu. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, mich hier rauszuboxen. An sich finde ich die Map Arnheim generell sau cool. Einfach weil die Gebäude ganz interessante taktische Möglichkeiten bilden. Ja, gut, jetzt hier nicht mehr, es sind so gut wie keine mehr da. Aber im Großen und Ganzen ist es eine ganz coole Map, auch durch die 2 Cutpoints, die Map mal wieder hat. Kann man hier so ein bisschen mitspielen, was man dem Gegner wegcappen will. Dadurch gibt es ein paar mehr Kampfflächen aus meiner Sicht. Also wir hatten einmal hier einen großen Kampfpunkt, hier einen großen Kampfpunkt und die Mitte. Ja, das macht es ein bisschen spannender als manch andere Map, wo man sich eigentlich immer nur um die Mitte kloppt und ab und zu mal eine Einheit außen rum schickt. War ganz gut. Von seiner Seite her hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Infanterie versteift und weniger auf die Panzer. Also die Panzer haben ihm einfach überhaupt nichts gebracht. Ne? Zusammenspiel, Packs und Infanterie wäre vielleicht ein bisschen besser die Lösung gewesen. War aus meiner Sicht nicht so die richtige Entscheidung, hier ständig mal einen Panzer mit einzustreuen. Ja. Ne? Also die Kollegen hätte er mit Infanterie und Packs bezwingen können, beziehungsweise zurücktreiben. Und zurücktreiben reicht ja vollkommen. Und die beiden, na wo sind sie?
Und die beiden wären halt komplett für den Arsch gewesen. Die hätten mir halt überhaupt nichts gebracht. Ja, da hätte ich ein Investment von 600 Manpower und 180 Fuel wären einfach für die Katz gewesen. Und ich hätte mir noch Popköppen und habe mir noch Popköppen mit zugemacht. Ja, war für mich nicht die richtige Entscheidung. Ich muss noch ein bisschen dran arbeiten, dass das hier nicht passiert. Ne? Also ich hatte echt gute Wetteinheiten und habe die verschenkt. Durch dumm in Arti stehen bleiben, Handgranaten. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Awareness. Und wie immer, ich hätte das Spiel wahrscheinlich schon viel früher zumachen können. Muss ich einfach auch mal ein bisschen dran arbeiten, dass ich nicht wie hier, jawohl, ich habe gewonnen und bleib dann hier, sondern dann mich dann auch nach vorne schieb. Ne? Also ich hätte locker den Punkt hier auch halten können, indem ich die komplette Armee nicht hier an der Kreuzung stehen habe, sondern hier an der Kreuzung stehen habe. Der wäre gar nicht mehr aus der Basis gekommen, beziehungsweise hätte dann, wie ich am Anfang, eine Weile gebraucht, um mich da wegzuboxen. Also da muss ich noch ein bisschen nachhelfen. Aber an sich, ich muss einfach häufiger spielen. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. So, wie immer an dieser Stelle, 40-40 sogar treffend, wer möchte gerne Videos zuschicken, dann kann ich mir auch mal ein paar andere Spiele anschauen, ein paar andere Sachen casten. Ich werde mir auch in der nächsten Zeit mal wieder vielleicht einfach ein Spiel aus der Liste schnappen und casten, einfach live casten. Mal gucken. Irgendwas wird kommen. Wie immer da, so, Faden verloren. Ach, hier genau. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut aufs nächste Mal wieder zu. Bis dann, ciao, ciao. Ah, nochmal ein kleiner Nachtrag zum Video von eben. Und zwar nochmal ganz kurz auf die Statistiken gesehen. Ne? Also, wie ich gesagt habe, ich habe so ein bisschen verpennt, den Zack zuzumachen. Sieht man genau hier. Ne? Also am Anfang habe ich ein bisschen Probleme gehabt und ich konnte seine Army-Value die ganze Zeit niedrig halten. Ne? Meine steigt. Aber ich habe es nicht geschafft, ihn irgendwie wegzuhalten. Ne? Von dem her, dasselbe drückt sich auch in den Punkten wieder. Ne? Er hat am Anfang viele Punkte, das hat man ja in der Map-Control ganz deutlich gesehen. Und dann habe ich es verpennt, ihm mehr Punkte wegzunehmen. Das passt noch nicht so ganz. Ressourcen habe ich ein bisschen geflattert. Aber ansonsten, das hier ist für mich die wichtigste Statistik. Ich habe es einfach gepennt, hier so bei Minute 20, 25 den Sack zuzumachen. Und habe ihn stattdessen immer wieder ein bisschen hochkommen lassen, das war nicht so prickelnd. Da gibt es definitiv noch ein bisschen dran zu arbeiten. An sich von den Panzern, ne, M10, recht guter Panzer, Efficiency 290%. Mit dem, wo ist er, Assault Squad, mit dem habe ich mir eigentlich auch ganz gut getan. Ne? Der hat auch recht viel Damage gemacht. Eigentlich eine ganz gute Einheit. War eine ganz gute Idee, glaube ich. Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Das wollte ich mal ganz kurz nachschieben und ja, bis dann, ciao, ciao.